geboten ihr Bestes. Er sein Schlechtestes. Balaschecker ist der Bad Boy dieser Staffel. Aber wer austeilt, muss auch einstecken können. Es wird sich zeigen, ob er das kann. Der schärfste Kritiker des scharfen Kritikers hat sich zum Quasi-Klassensprecher der Dancing-Schüler erklärt und gibt Stoff. Ich habe in diesem Ballroom in 7 Staffeln Dancing Stars noch keinen Menschen so schlecht tanzen gesehen, wie er spricht und wertet. Es ist zum Teil sogar niederträchtig. Ich glaube, sein Scheitel verbirgt nichts. Was geht unter dem von ihm selbst gezogenen Scheitel vor? Will er sich einen Namen als bösester Juror aller Zeiten machen? Sowas gab's noch nie in der Geschichte von Dancing Stars. Nur ein Punkt für Wolfram, 0 Punkte für Balasch, weil Punkt 1. Das gibt man nicht, das tut man nicht. Das ist einfach eine Gespürsache, aber das könnte ich jetzt genauso gut der Mauer hier erzählen. Ne? Punkt 2. Seine Entgleisung gegenüber Publikumsliebling Dolly. Als Tussi auf die Fläche zu gehen. Weil die einzige Tussi im Saal war der Balaschecker. Punkt 3. Balasch lobt den Tango des Promis und kritisiert den des Profis. Schade fand ich aber, dass Sie das Ihrem Partner nicht beigebracht haben. Wer einen Kollegen angreift, dass er den Tango nicht verstanden hätte, ist auch noch dazu das, was man auf Wienerisch sagt, könnte man das vielleicht ins Ungarisch übersetzen, im Wienerischen heißt das so schön Kollegenschwein. Ich glaube, die Übersetzung ins Ungarische heißt Ecker. Oder Italienisch Balasch Diavolo. Fahr zur Hölle, dachten sich die von ihm Verurteilten wohl, sagten aber nichts. Warum? Wenn du dort, wenn du da stehst, ja, und du hörst, du bist irgendwie dermaßen und dann noch paralysiert und nicht so schlagfertig und irgendwie das, bist das sickert und bist du, ist das Interview schon wieder vorbei. Also ohne, und ich muss jetzt auch die Juroren verteidigen, die müssen halt auch was sagen, was jetzt Unterhaltungswert hat, was nicht so böse ist oder witzig ist. Das ist eher ein Job. Unsere ist gut, möglichst gut zu tanzen. Ne? Das tat die eine besser und der andere schlechter. Michael Schönborn, er stand seinen Mann, bestand aber nicht vor dem votenden Publikum. Ja, mei. Ich sehe es olympisch, dabei sein ist alles. Ja. Oder bist du ein grandioser Schauspieler, der auch in der Niederlage den fröhlichen Verlierer spielen kann? Naja, der Herzschmerz kommt natürlich, logisch. Aber er hat das charmant gemacht, oder? Ja, diese Frau wählt man nicht raus. Ja, sehr. Ich bin sehr stolz auf den Michel. Er hat sein Bestes gegeben. Naja, ich hoffe, dass das nicht das Beste war, weil die Fehltritte heute waren einfach fürchterlich. Schrecklich. Schrecklich. Komisch. Findet Schlagerstar Petra Frei, dass sie mit 2-mal Tanzen im ORF plötzlich populärer ist als in 10 Jahren singen? Das ist schon ganz witzig, wenn man im Hotel ist und man wird ja sonst schon ein bisschen erkannt, logisch. Aber das ist Wahnsinn, jeder Dritte dreht sich dann um und der Taxifahrer, wo ich ins Auto reingestiegen bin, ruft seine Frau an, völlig entgeistert. Peter Frey ist jetzt bei mir. Ja, es ist schon irgendwie anders. Eine Erfahrung, von der auch schon gestern in Chile die flotte Brigitte zu erzählen wusste. Die Nebendarstellerin hat sich in kürzester Zeit zur Hauptdarstellerin entwickelt. Mehr als 100.000 Zuseher schauen seit Dancing Stars ihr bei den Ermittlungen in 4 Frauen und ein Todesfall zu, haben ein Auge auf sie geworfen. Auch ihr Tanzpartner? Welche Augenfarbe hat sie denn? Blau. Sicher. So mehr grünes Blau, aber macht nichts. Diana hat grünbraune Augen. Was? Herrlich. Naja, du hast braune Augen und den Lidschatten hast du immer grün. Also hat sie grünbraune Augen. Ein Mann schaut einer Frau sofort in die? In die Augen. Du seit 7 Wochen in ihre. Welche Augenfarbe hat die Petra? Braun.
Ja, kann man nicht austricksen, mein Vadim. Blaugrün. Na sicher. Ne, blaugrün. Wo zeigst du hin, Dominik? Na sicher, blaugrün, natürlich, Dominik. Ist doch nicht blaugrün. Na sicher. Es hat schon einen Hauch blau drin, aber mehr grün. Welche Augenfarbe hat denn die Dolly? Grün. Ja, habe ich. Grün. Ja. Ja, schaut dich wirklich aus. Was für Augenfarbe habe ich? Er Dominik. Hat auch grün. Dominik. Ja, Dominik. Was für Augenfarbe habe ich? Du hast grün. So wie der Herr Lauser. Keine Ahnung. Aber ich nehme an, dunkel. Welche Augenfarbe hat die Eva, Dominik? Braun. Ja, ich sehe sie im Fernsehen, endlich mal aus der Nähe. Dankeschön, dass ich das Privileg habe. Und ich sehe sofort braune Augen. Aber weißt du, das ist das Ärgste, was auch ein gut aussehender junger Mann wie du machen kann, die Augenfarbe einer Partnerin nicht zu erkennen. Ja, ich bin gespannt. Wenn du das so siehst, höre ich das wahrscheinlich morgen auf Chili. Wir reden dann nächste Woche wieder drüber. Sag ihm was Liebes. Ich weiß jetzt, was das ist dafür. Nein, Dominik, du weiter. Nächste Frage. Die beste. Und die kommt zum Schluss und geht an den Verursacher allen Übels, Ballas Diavolo. Der Egger, den der Teufel ritt. Wir wollen ihm den Abend zur Hölle machen. Ballas, grüßt ihr euch noch, oder? Feindschaften sind entstanden, oder? Es sind doch keine, entschuldige, jetzt Showtime. Wir sind doch alle im selben Boot. Das ist doch, er hat mir was gesagt, ich habe was darauf geantwortet. Den Papst darf man kritisieren, man darf auch eine Jury kritisieren. Dass ich nicht gut war, weiß ich. Albert, hast du begonnen? Die Fortsetzung hat heute der Wolfram Birchner zu spüren bekommen. Er war noch schlimmer heute mit der Punktevergabe als bei mir. Also heute bin ich ja froh, dass ich nur dort gesessen bin. Gibt es einen Nuller auch? Bis jetzt gab es noch keine. Ich habe schon nach einem Null gefragt, aber kriege ich nicht. Die könnte er haben, würden wir sie alle nicht tanzen, sondern voten lassen.